Wir sind in Füllerstadt Sülming in der Möhringer Straße, Haus Nummer 7. Aufgrund einer Unwetterlage vor Ort, wie gesehen, ist ein etwas größerer Walnussbaum abgestürzt und hat zwei Autos unter sich begraben. Es gab keinen Personenschaden, also ich sage nur rein Materialschaden. Wir haben erstmal erkundet, wir haben mit den Angehörigen gesprochen, also Betroffenen besprochen, wie die Lage ist. Dass wirklich keiner verletzt ist, und auf das hin haben wir dann vorsichtig angefangen, ich sag, den Baum zurückzuschneiden. Dadurch, dass insgesamt drei Bäume beteiligt sind, wurde die Sache etwas schwierig. Wir haben einen anwesenden Landwirt um Unterstützung gebeten mit seinem Schlepper, was man hier im Hintergrund ja noch sieht, sehr vorbildlich. Und wir arbeiten uns langsam voran und wir wollen so wenig wie möglich Schaden verursachen. Also in Füllerstadt ist schon einiges unterwegs, das weiß ich. Ich weiß, dass in Neuhausen einiges los ist. Mehr habe ich nicht mitgekriegt. Ich war vorher selber noch unterwegs und nass geworden. Also ich denke mal, wir haben es hier schon recht hart erwischt. Das ist jetzt unsere zweite oder dritte Einsatzstelle, aber hier sind wir jetzt länger gebunden. Die Felder, die sind wie die letzten Jahre auch überflutet, und das kommt halt dann immer bei uns in den Garten rein oder in den Keller. Je nachdem, heute hatten wir Glück, da kam es nicht in den Keller. Alles zum einen, und ja, war eigentlich auch Glück, dass es abfließen konnte. Und ja, und letztes Jahr waren wir beim Bürgermeister wegen dem Problem, und
Da wurde uns jetzt vor ein paar Tagen ein Schreibezug erfänglich gemacht, dass es nicht an den Feldern liegt, sondern hier an der Kanalisation, was jetzt eindeutig falsch ist. Zweimal hatten wir schon Wasserschaden von mehrere tausend Euro. Der Boden musste neu gemacht werden. Wir wissen ja, was wir tun sollen und haben dann versucht, den Garten zu schützen, indem wir auch selber einen Graben gemacht haben, dass Wasser seitlich abläuft. Dass man vielleicht doch mal eine Lösung sucht, die wo auch nachhaltiger wäre, als jedes Mal nur die Feuerwehr. Ja, heute, ich war Garage kurz, habe ich gesagt, ein bisschen was aufräumen und so. Und dann auf einmal, ich sehe so viel Regen, dann musste ich gleich rausgehen. Habe ich Garten geguckt, es war überall Wasser. Dann Nachbar, die sind von Feuerwehr sowieso, die haben sofort gemeldet und ich habe meine Mühe gegeben, was ich könnte. Bis Feuerwehr gekommen, aber jetzt wieder alles normal, aber wir möchten das nochmal nicht erleben. Und das ist schon nicht so angenehm. Heute, ich habe Graben gemacht mit Feuerwehrkollege zusammen, der ist mein Nachbar. Und er hat sich gekümmert, wir haben die Sandsäcke zusammen rübergetragen, haben ein bisschen Wasser woanders geleitet. Und ich habe mich ein bisschen gekümmert dazu, was eine andere Richtung geht, dann keine Schaden hat. Wir sind an der Einsatzstelle Rosenstraße 77 und 73. Dort ist Oberflächenwasser von den Feldern in die Gebäude gelaufen. Wir haben das mit Sandsäcken gestoppt. Genau, das waren die ersten Maßnahmen hier von den Bewohnern und da ist auch ein Feuerwehrkamerad dabei. Genau. Das ist bekannt aus den letzten Jahren immer wieder. Ja. Das kann ich nicht sagen. Wir sind halt hier bei den Akutmaßnahmen dann vor Ort, wenn das Wasser droht reinzulaufen. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall übers Wochenende dort liegen zur Sicherung. 3 Fahrzeuge waren jetzt hier im Einsatz und ca. 12 Mann. Ein paar Gitter drin und so, da können sie alle rausreißen, da ist eh. Da hat sogar die volle Gießkanne umgeschmissen da unten. Das ist unmöglich gewesen.
Die Feuerwehr Neuhause wurde um 17.49 Uhr alarmiert zu einer Unwetterlage mit Starkregen und Sturm. Die klassischen Einsätze wie vollgelaufene Keller, aber auch umgestürzte Bäume auf Dächer, auf Wintergärten, Schlammmassen, die wo in die Häuser geflossen sind, eigentlich alles, was so ein Unwetter so mit sich bringt. Ja, ich denke schon, das war ein bisschen wehr. Also wenn schon ganze Kamine von den Dächern fallen und diese Häuser noch nicht so alt sind, dann zeigt das schon, dass das Unwetter ziemlich stark war. Also habe ich noch nie so in meiner Karriere erlebt. Also Zeugenaussagen nach hätte es eine Windhose gegeben oder ein kleiner Tornado. Kann ich aber nur so weitergeben, selber habe ich ihn nicht gesehen. Aber Zeugenaussagen bestätigen das wohl. Im Großteil ist eigentlich der nördliche Teil von Neuhausen betroffen gewesen. Das umfasst vielleicht ein Drittel der bebaute Gemeindefläche. Die Lindenstraße war stark betroffen. Da hatten wir auch einen größeren Wassereinbruch in ein relativ neues Gebäude. Da waren dann auch Schlammmassen im Keller ziemlich stark. Wir, die Feuerwehr, waren als Erste an der Einsatzstelle, haben dann das Nötigste verhindert, was zu verhindern ging. Die Einsatzstelle wurde dann später dem zu alarmierten THW übergeben, die dann mit Spezialpumpen und Geräte dann dementsprechend die Einsatzstelle übernommen haben. Ja, das ist so richtig. Wir hatten die Drehleiter aus Filderstadt nachalarmiert, gerade um zahlreiche abgedeckte Dächer bzw. schiefhängende Ziegeln wieder gerade zu rücken, wo abzustürzen drohten, und um die Gefahrenlage einfach zu entschärfen. Es war auch die Höhenrettung dementsprechend mit der Drehleiter unterwegs, um hier die Dächer wieder einigermaßen herzurichten. Ja, die Kräfte, wir waren insgesamt 90 Kräfte im Einsatz. Wir hatten die Feuerwehren aus Filderstadt mit der Drehleiter und aus Wolfschlugen zur Hilfe alarmiert. Genauso wie das THW aus Neuhausen-Ostfildern, die wo uns auch im Einsatz geholfen haben und wo wir nachalarmiert hatten. 90 Kräfte waren insgesamt im Einsatz. Also wir sind aktuell jetzt gerade zum Einsatzende gekommen. Wir haben noch ein bisschen Aufräumarbeiten. Aber wie gesagt, ab kurz vor 6 ging es los und es ist eigentlich fast 1 Uhr. Also 7 Stunden Einsatz haben wir hinter uns. Wir hatten immer mal wieder Unwetter, aber so extrem war es selten. Man hat schon längere Zeit, längere anhaltender Regen, dass wir dann mal eher mit Hochwasser hatten oder mit vollgelaufenen Kellern. Aber in so einer kurzen Zeit, so wie das Wetter kam, war es eigentlich das erste Mal hier. Fürs Fernsehen. Wir wurden gegen 18.15 Uhr von der Feuerwehr Neuhausen alarmiert. Es kam hier im Bereich Neuhausen zu mehreren Starkregenereignissen. Hier im Bereich der Lindenstraße wurden mehrere Keller überflutet und Dächer abgedeckt. Unsere primäre Aufgabe war es hier nun, die Einsatzstelle der Feuerwehr zu übernehmen. Hier in dem Gebäude hinter mir wurde der Keller im gesamten Bereich auf ca. 1 Meter geflutet. Wir haben jetzt hier nun 3 Tauchpumpen im Einsatz und pumpen nun seit ca. 18.30 Uhr stetig Wasser aus dem Keller. Ja, genau, direkt hinter uns befinden sich die Felder hier angrenzend an Neuhausen.
Von da kamen viele große Massen Wasser und Geröll auch angeschwemmt und haben hier die Verwüstungen angerichtet. Wir haben hier 3 Tauchgruppen im Einsatz und sind mit 16 Helfern im Einsatz. Wir haben mehrere Einsätze für die Feuerwehr im Ortsgebiet draußen abgearbeitet. Die genaue kann ich Ihnen aber leider nicht sagen. Ein Instinkt. Ja, das Unwetter war ja kein Geheimnis. Ja, es begann mit eigentlich einem ganz normalen Gewitterfront, meinte man. Und dann auf einmal hat sich das zum Tornado entwickelt. Man hat richtig den Regen gesehen, wie er in Kreisen hier runtergekommen ist und auch natürlich in Massen. Und wir dachten am Anfang noch, ja gut, es geht gleich vorbei. Und dann hat es nicht aufgehört mit Regnen. Und hier in der Straße war dann keine Straße mehr, sondern es war ein reißender Fluss. Ja, wir haben erstmal noch gehofft, wir kommen davon. Aber die Massen haben uns eigentlich richtig erdrückt. Das Wasser lief hier in einem riesen Bogen ums Haus rum und lief in unseren Lichtschacht. Und der Lichtschacht ist vollgelaufen mit Wasser und hat dann aufgrund des Druckes den Rahmen der Scheibe und die Scheibe vom Fenster unten eingedrückt. Und dann lief der ganze Untergeschoss komplett voll mit etwa 1,5 Meter Wasserhöhe. Feuerwehr hatte nicht diese Pumpen dabei, um unseren wirklich großen Keller oder unser großes Untergeschoss hier richtig auszupumpen, und das THW hat natürlich hier andere Möglichkeiten und kann hier den Keller auch jetzt in kürzerer Zeit auspumpen. Ja, gerade eben richtig jetzt schön fertig mit allen Dingen außen wie innen und fangen an, uns richtig wohl zu fühlen, und jetzt haben wir so eine Situation. Ich stehe auch komplett noch unter Schock. Erstmal nicht, weil wir hatten ja auch gedacht, ja gut, Unwetter gibt es, aber es bleibt im normalen Rahmen. Das blieb es eben nicht, und wir sind natürlich dann erstmal gerannt, haben versucht, unser Parkett im Erdgeschoss zu retten. Das haben wir Gott sei Dank geschafft. Die Fliesen und alles war unter Wasser, aber nur gering. Erdgeschoss ging eigentlich noch, Garage ist ziemlich voll gestanden. Das hat aber auch noch irgendwie einigermaßen gehalten. Also das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber was da unten passiert ist nach dem Riesenknall, das ist unglaublich. Da steht und liegt alles kreuz und quer, und wir sind natürlich erstmal fix und fertig. Also hier war ein kompletter Berg, der nach unten geflossen ist. Und das war echt furchtbar gewesen mit dem, also Wasserschwellung. Und also wie soll ich das erklären? Das hat eine Stunde gedauert, also der Regen war ganz stark, mit Hagel angefangen, und die ganze Straße von Feld, wir haben, also wohnen hintere Seite auf dem Feld, und die Straße, und wir haben ja gerade, wie Sie sehen, also Baustelle, aber trotzdem, das hat mir schon zweimal erlebt, sowas. Also das war echt schrecklich gewesen, und das Schaden in unsere Kellerräume und so weiter, und die Nachbarn hier, ja, also das hat gedreht und südlich, westlich da, also ich habe gedacht, was ist los? Ich bin, also ich wohne ja im dritten Stock, und ich bin vor der Straßenseite, hintere Seite vorne, und sehe, da fliegt der vom Dach runter und die Bäume, also das war ehrlich schrecklich gewesen. Das kann man nicht beschildern. Das war den Moment, also das kann man nicht beschriften. Heute habe ich auch gerade mal Video gedreht, als es genau in dem Moment geregnet hat. Und meine Kleine, die ist 11 Monate alt, die hat in dem Moment geschlafen, aber ich habe so gezittert. Also es war wirklich schrecklich, und ich hatte auch für sie sehr Angst. Ich habe sie wirklich auch aufgeweckt. Wir haben jetzt 2 Balkonen in der Wohnung. Ich bin auf die andere Seite und ich habe den Dach schon gesehen, da ist komplett runtergefallen, die Hälfte. Also das war wirklich sehr schrecklich. Ich habe meine Kleine gepackt und bin hoch zu meinen Schwiegereltern, habe gesagt, ich habe Angst. Also irgendwas muss man jetzt machen. Ich habe wirklich Angst bekommen. Also ich habe wirklich auch Gänsehaut in dem Moment, als ich das so sah. Meine Beine haben gezittert.
Und dann dachten wir, jetzt gucken wir mal nach dem Keller unter. Ich bin schnell runtergerannt und da sah ich schon in der Waschküche, also komplett, war also überall matschig. War wirklich, also es hat gerundet, es hat gehagelt. Ich habe auch Videos, die ich Ihnen überreichen kann. Also es war wirklich, ich hab so einen Regen noch nie gesehen. Ja, das stimmt. Es hat sich wirklich im Kreis gedreht. Es hat bloß gehagelt. Also es hat überall einfach gezwackelt. Die ganzen Bäume, war sehr schrecklich. Wir haben hier auch Baustelle seit jetzt circa einem Monat fast. Ja. Und hier war auch kompletter Sand. Also der ganze Sand ist direkt an unseren Flur rein geflossen. Und auch weil die Fenster halt offen waren, ist direkt auch ins Keller runter. Ich bin als menschlich, egal welcher Mensch, welcher National, ich bin da mit meinem Herz. Ich bin dabei, was ich könnte, ich bin da. Also diese, ich sage, das ist ein Erlebnis, wenn das nur 2 Stunden so gedauert hätte. Weil, also da wohnen ja auch ältere Menschen wohnen in der Straße. Denen denken ihre Gedanken, also ich bin da, also ich wohne ja 15 Jahre in dieser Straße. Alle lieb, Nachbarn, egal wenn wir was ist, die sind alle da, nicht ich bin Türken und so, nein, nein. Ich bin froh, wohne ich hier in neu Hause, ja. Meine Nachbarn. Okay, I'm sorry.